speziell an unsere Besucher, die ihre Kinder vorne an den Rails sitzen haben. Bitte machen Sie das nicht. Nehmen Sie die Kinder bitte zurück. Da können, wenn es mal ganz dumm läuft, auch mal Unfälle passieren, die wir alle nicht sehen wollen und die wir vor allem alle nicht haben. Das ist unheimlich schön, wenn man sieht, wie viele Leute hier sind. Das ist nicht nur, glaube ich, für uns Fahrer schön. Die Pferde merken es auch, wenn die Bahn voll ist, tolle Atmosphäre. Und ich glaube, das Wetter spielt mit. Wir können alle uns auf einen schönen Tag freuen. Ja, und der Tag beginnt ja super für dich, Celine Diamant. Das ist das letzte Rennen ihrer Karriere. Und dann gewinnt man. Zuckt man dann nochmal kurz und fragt die Besitzer des Stall Express, die wir natürlich herzlich grüßen, wie den Stall des Diamanten, beides bayerische Farben, zuckt man nochmal und sagt, hey, liebe Leute, liebe Freunde, wollen wir nochmal? Naja, ich denke mal, alle Leistungen, die sie jetzt bei uns gezeigt hat, waren toll. Also das war jetzt auch nicht der Grund, warum man gesagt hat, man tut sie in die Zucht. Dass die Leistungen nicht gut waren, die stimmten, aber man hat einfach gesagt, sie ist so toll gezogen, sie hat so tolles Blut und man gibt ihr jetzt die Chance schon, relativ früh oder dieses Jahr auch noch vielleicht direkt zu werden. Und ihr habt spannend gemacht, die letzten 20 Meter, das war ganz schön eng. Oder hast du dir gesagt, ach, das Bildpokalpublikum hier heute, das soll auch mal ein bisschen, so ein bisschen mitfiebern, gewinnen sie uns sicher. Wie sicher warst du denn? Naja, die Leistung von Piers Köhler war auch ganz toll. Erster Kilometer war sehr, sehr schnell, war 13 und da musste ich schon natürlich was tun, um nach vorne zu kommen. Aber sie hat immer wieder zugelegt. Tolle Leistung. Tolle Leistung und die wird noch einmal mit einem tollen Applaus aufgewöhnt. Jetzt werden wir einmal laut hier werden, Michael. Sehen wir mal, Michael Lübchen. So, damit haben wir auch einen neuen Ehrenrundenrekord hier aufgestellt, weil normalerweise stehen die Pferde ja hier, aber das Pferd hat halt so viel Power. Jetzt sind wir noch bei Ehrenrunde Nummer 12. Michael, es hat viel Spaß gemacht und wir werden ihn heute auch häufig noch in Sölke erleben. Dann ist noch wichtig, ist auch gerade bei uns.